die originäre Forschung ist nicht mehr so modern, dass man sich einfach mal ein Jahr hinsetzt und echt nachdenkt. Sondern man macht irgendwelche Behauptungen und dann müssen so Doktoranden oder Diplomanden so Umfragen machen und dann irgendwie sagen, was wer gesagt hat. Also ich leide jetzt so als persönlich Betroffener und unter Diplomarbeiten, ist Cloud Computing wichtig? Und dann gibt es eine vorgeschriebene Methodologie, dass so genau kenne ich die nicht, aber ich bin dann das Opfer, dann werden einfach 100 Leute angeschrieben, die jetzt sagen sollen, ist Cloud Computing wichtig? Und dann kriegen die 10 Fragen und dann schreibt man daraus eine Doktorarbeit oder eine Diplomarbeit zusammen. Also das ist dann eine Studie. Und ich glaube in 95% aller Fälle habe ich schon gleich gesagt, ich weigere mich, die Fragen zu beantworten, weil sie blöd sind. Also praktisch der Fehler ist schon vor der Doktorarbeit, bevor man irgendwas angenommen hat. Dann wird nicht beachtet, dass man 1000 Leute fragt. Also man geht ja nicht hin und wählt 100 Leute aus, die eine echte Meinung dazu haben könnten, und fragt die, sondern man schreibt irgendwie, ich bitte um Mitleid, ist da einer, der was schon mal Cloud Computing gehört hat und die Fragen beantwortet. Und dann werden jetzt sozusagen relative Laien, die sich trauen zu antworten, mit Höchstexperten alles durcheinander gemacht und dann kommt eine Statistik raus. Und dann ist die Frage, was sagt so eine Statistik über die Zukunft? Also wenn jetzt irgendwelche Leute, die man im Web freiwillig gefunden hat, sagen, was Cloud Computing ist, es kann sogar sein, dass es zwei verschiedene Szenarien gibt, Cloud Computing rechts und Cloud Computing links. Und ja, also es gibt zwei vernünftige Zustände. So oft so. Also ich kann jetzt sagen, es gibt Brennstoffzellen bei Autos oder Batterien. Also entweder geht es auf Wasserstoff oder auf Strom. Und wenn ich jetzt 100 Leute dazu frage, was meint ihr? Dann sagen 50 sagen davon Fuel Cell, also Zellen, und die anderen sagen Strom, und dann macht man statistischen Durchschnitt daraus. Was soll das sein? Ja, also der Durchschnitt zwischen diesen 100 Antworten bringt nichts. Man müsste dann irgendwie sagen, es ist erkennbar, arbeite ich jetzt, wenn ich nachdenke, aus diesen vielen Antworten aus Cloud Computing leite ich sowas wie 5, 6 Antwortenkomplexe heraus, die in sich vernünftige Weltsichten darstellen, und die könnte man dann darstellen, und das wäre vielleicht sogar noch eine wichtige Arbeit, aber die Methodologien schreiben vor, dass ich irgendwie einen Durchschnitt mache, und dann kommen so unsägliche Sachen raus, 63% der Leute meinen das und so weiter. Und die Frage ist grundsätzlich, was sagt uns das eigentlich? Wenn man sie wenigstens wegheften würde, die Sachen, und sagen, der hat jetzt ein bisschen geübt und kriegt dann eine 2 in der Diplomarbeit oder irgendwie Riet in der Doktorarbeit, das wäre ja okay, aber das kommt dann in die Zeitschriften. Also praktisch, man kann sich ja fast im Selbstbedienungsladen eine Studie für jede Meinung raussuchen, die es je gibt, und dann findet man die eine, die das bestätigt. Und dann wird quasi über die Presse, wird das dann wieder hochgejubelt wie eine Wahrheit. Also ohne dass die Studie jemals irgendwie einer gelesen hat und so weiter. Und irgendwie geht mir da was durcheinander. Und ich bin richtig ärgerlich, also jeden Morgen steht irgendwie, wie eine Studie hat bewiesen. Und dann möchte ich mal wissen, ist das eine Doktorarbeit gewesen, eine Diplomarbeit? Wie viele Leute sind befragt worden? Nach welchen Methodologien? Was war die Idee von der Sache? Und dann kommt einfach meistens raus, dass jemand bitte, bitte antwortet, geschrieben hat. Ja, und dann geht, mich schreiben sie öfter an, kannst du nicht mal über Facebook sagen, ich suche noch 100 Freiwillige für XY, dass sie da Fragen beantworten. Und ich meine, wenn die so rekrutiert werden, was soll das dann werden? Und davon hängt unsere Welt ab, davon werden dann die Gesetze gemacht, die Volksmeinung. Ich weiß nicht, also ich habe ein schlechtes Gefühl.